erste der Reihe, mal an einem völlig fremden Ort, möchte ich euch eine kurze Neuigkeit mitteilen. Ich wollte eigentlich im Shorty-Format oder im Short-Format von YouTube aufnehmen, aber da gibt mir YouTube nur 60 Sekunden Zeit. Das schaffe ich nicht in 60 Sekunden. Es geht um den Coral Reef Wrap, wie ihr seht. Den habe ich nochmal eben für euch extra umgemacht. Natürlich ist es jetzt schon viel zu warm draußen. Und zwar geht es darum, dass ja bald der Knit-Along von Kirstin und Marion startet am 1. Mai. Ich hatte den Coral Reef Wrap ja schon vor einigen Wochen gestrickt und hatte den euch ja auch schon gezeigt. Und einige von euch haben mich angesprochen. Damals schon, als ich diese Färbung, die ich verwendet habe, erster Kuss, noch im Shop hatte, als die dann ausverkauft war und jetzt immer öfter auf dem Leipziger Wollfest wurde ich ganz oft angesprochen. Es haben mich einige angeschrieben, ob ich denn nochmal Wolle dafür färben würde. Ich denke, weil jetzt einige an dem Karl dran teilnehmen möchten und ich habe in der letzten Woche Urlaub gehabt und habe mir nochmal die Zeit genommen und ein paar Sets gefärbt. Es sind nicht viele, es sind nur ein paar, aber ich habe gedacht, wer noch Bedarf hat von den Leuten, die mich angesprochen haben, findet vielleicht noch das ein oder andere Schöne unter diesen Sets und kann dann mitmachen beim Karl. Und zwar habe ich den aus 3 Strängen meiner Qualität anschmiegsam gestrickt, den Coral Reef Wrap, und einem Strang imposant. Das ist ja das 1200 Meter Lesgarn, was ich ja sehr gerne als Beilaufgarn verwende, weil es allem eigentlich einen schönen Flausch gibt. Jetzt ist natürlich die anschmiegsam von der Flauschigkeit her schon flauschig genug. Sie ist sehr weich. Aber ich finde das auch manchmal ganz interessant bezüglich der Farbe. Ich habe meinen Coral Reef Wrap aus der Farbe Erster Kuss gestrickt. Davon habe ich auch Sets nochmal gefärbt. Da ist so ein ganz leichter Neon-Pink Schimmer drauf. Und habe dazu ein altrosanes Garn genommen. Das war so eine Probefärbung, das habe ich nicht in meinem Shop. Aber die auf den Punkt kommt dem ungefähr so nahe. Ich zeige euch gleich nochmal die ganzen Farben zusammen. Jedenfalls habe ich das Garn zusammengehalten verstrickt. Muss man nicht. Man kann auch nur 3 Stränge anschmiegsam nehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle richtig Sets rein mit 3 Strängen dieser Qualität. Und wenn ihr gerne noch das Imposantgarn dazu nehmen möchtet, dann müsst ihr euch das eben extra an den Warenkorb tun und mit extra bestellen. Das ist nicht im Set enthalten. Also je nachdem, wie man möchte, ne? Von daher zeige ich euch jetzt nochmal die Färbung, die ich gemacht habe. Also das ist das Set Erster Kuss. Ein sanftes Grau mit leicht neonpinken, ja, Sprenkeln. Sprenkel kann man auf diesem Garn nicht färben. Es sind so leichte Schattierungen in Neonpink. Erster Kuss. Dann habe ich die Färbung Hortensie gefärbt. Die Stränge sind jetzt nicht, teilweise nicht ganz so schön, weil die so weich sind, dass man wirklich schwierig das schön strängeln kann. Jetzt ist hier ein Haar von mir dazwischen, sehe ich gerade. Das will bestimmt keiner haben. Wartet. So, ja, ich halte es mal eben einzeln in die Kamera. Welcher? Genau. So, da sind so leichte Rosé, Lila, Blau, Altrosa, also ich kann es nicht so sagen. Und ein bisschen bunte Sprenkel sind drin. Ein sehr, sehr schönes Garn. Und da finde ich zum Beispiel auch, das Ganze kann man abmildern, indem man halt einen Faden imposant dazu nimmt. Entweder man nimmt das mit in Grau dazu oder in diesem Altrosa. Ne? Die Farbe Hortensie. Dann habe ich die Farbe Ozeanien gefärbt. Das ist ein bläuliches Grün, also ein kaltes Grün. Hat auch so leichte Schattierungen manchmal von Gelb, dann ist sowas
Ich zeige euch das nochmal eben in die Kamera. So ein bisschen dunkle Schattierungen mit drin. Wo war denn jetzt? Hier ist nochmal so ein... Was ist zu sehen? So ein leicht gelblicher Schatten drin, ne? Das ist die Farbe Ozeanien. Da kann man jetzt, wenn man möchte, auch Sonnengrün mit reinnehmen. Dann mildert das dieses bläuliche Grün so ein bisschen ab. Da könnte man, das ist die neue Farbe, die ich auf der Imposant habe. Das ist der dritte Platz. Oh, jetzt kommt hier schön die Sonne raus. Jetzt kann man die Farben vielleicht nochmal ganz gut erkennen, ne? Also, hier Ozeanien. Dann habe ich einmal die Farbe Denim, also Jeans, ne? Denim gefärbt. Da kommen manchmal so ganz leicht, aber die sieht man kaum. Ich muss sie mal eben suchen, um das euch zu zeigen. Da, so ganz leicht pinke Sprenkel ploppen da manchmal zwischendrin auf. Aber nicht in allen Strängen. Und zu guter Letzt die Farbe Geborgenheit. Ja, das ist so ein... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist so eine ganz, 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 ganz vielfältige Farbe. Ich halte die mal hier in die Kamera rein. Dann könnt ihr das sehen. Hier kann man es auch noch mal gut erkennen. Ne? So, und dazu könnt ihr halt entweder den dritten Platz, dem Terence seine Augen, Salvia, Argentum. Wartet. Ist gar nicht so einfach, ne? Auf den Punkt und Schweinenase. So, dann habt ihr die beiden Rosatöne auch nochmal nebeneinander. Ich glaube, wartet mal eben. Ja. Also das auf den Punkt ist so ein Altrosa, so ein mit so einem Graustich, sehr so eher so blass und gediegen, so vintage-mäßig. Und Schweinenase ist halt ein kräftiges. Ganz frisches Rosa, ne? So, frühlingsfrisch. Weiß nicht, ob man es... ist immer schwierig in der Kamera. Also, die sechs Farben habe ich als Beilaufgarn. Als schönes Lace-Garn. Das könntet ihr euch zusätzlich noch mit in den Warenkorb tun, wenn ihr euch gerne zusätzlich zu dem Set noch ein bisschen die Farbe verändern wollt. Ich finde das, also wie gesagt, immer sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das aktuelle Video von Inga von Appelbanne gesehen habt. Da hat sie auch zwei Grüntöne zusammengehalten, die man ihr empfohlen hat, miteinander zu verstricken, wo sie gesagt hat, das hätte sie nie nicht gemacht, weil das so gar nicht zueinander passte, die beiden Knäule nebeneinander und zusammen verstrickt war das der, so ist das der absolute Knaller. Und die Erfahrung habe ich halt auch schon gemacht. Deswegen nehme ich auch so gerne dieses Beilaufgarn mit dabei. Also, wer noch Bedarf hat, dem konnte ich jetzt hoffentlich gerecht werden. Viel Spaß beim Coral Reef Wrap stricken. Bis bald. Tschüss. Bleibt gesund und munter.